Das Gas tritt aus und die Übung kann beginnen. Die Einsatzkräfte sind jetzt an der Einsatzstelle angekommen. Der Fahrzeugführer erkundet die Lage. Er stellt fest, dass die Person neben der Gasflamme liegt. Es ist kein Rankommen an die Person. Das heißt, die Einsatzkräfte müssen jetzt sich einen Weg bahnen, um die Menschenrettung einzuleiten. Vielleicht ein paar Hintergründe über Flüssiggas. Flüssiggas sind niedrig siedende Kohlenwasserstoffe, Propan und Butan. Das wird bei 5 bis 10 Bar etwa verflüssigt und ein Kilogramm Flüssiggas besitzt die Sprengkraft von einem halben Kilogramm TNT. Die Beamten haben jetzt den Einsatzauftrag des Fahrzeugführers erhalten und führen jetzt einen Löschangriff durch. Der Schnellangriffsverteiler wird gesetzt und der Angriffstrupp wird jetzt eine C-Leitung vorbereiten, um die Gasflamme zurückzudrängen. Ja, bei dieser Übung wird das brennende, austretende Flüssiggas zurückgedrängt und die Person aus dem Gefahrenbereich gerettet. Die Flamme soll hierbei nicht gelöscht werden. Das ist ganz wichtig, da unkontrolliert austretendes Gas eine hohe Explosionsgefahr darstellt. Bei der Feuerwehr sprechen wir von dem sogenannten Abschiebern der Flamme. Das heißt also, das Zudrehen der Gaszufuhr, das ist Ziel, diese Flamme zu löschen. Das heißt, der Angriffstrupp wird jetzt die Flamme zwar zurückdrängen, aber möglichst nicht löschen. Das Wasser ist jetzt am Rohr. Der Trupp kann jetzt im Gleichschritt nach vorne marschieren und die Flamme dementsprechend einfangen. Es wird dabei ein Hohlstrahlrohr benutzt mit einem großen Sprühwinkel und damit die Flamme umhüllt sozusagen. Sie sehen schon, dass die Flamme jetzt nach hinten gedrängt wird und in dem Kegel gefangen wird. Jetzt kann der Wassertrupp nach vorne eilen, um die Person aus dem Gefahrenbereich zu retten, ohne sich selbst zu gefährden. Die Flamme ist sicher und der Fahrzeugführer kann das Feuer durch Abschiebern löschen. Feuer aus, Mission completed. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Die müssen los. Ja.
Beerdigung bei mir.